Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf The Casey Life. Und Weihnachten ist endlich vorbei. Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Sonntag, der 27. Weihnachten ist zu Ende, die ganzen Weihnachtsfeiertage. Und ich muss sagen, ich bin relativ froh. Jetzt war ich viel am Überlegen, was ich mache in dem Video für heute. Ich hatte irgendwas anderes geplant, aber ich habe mich dann doch anders entschieden. Und ja, ich werde jetzt einfach mal so einen machen, sowas wie, was denke ich mir für 2016 und was habe ich zu Weihnachten gekriegt. Okay, fangen wir mal an, weil Weihnachten habe ich nicht viel bekommen. Nicht viel Materielles, aber ja. So, okay, was habe ich zu Weihnachten gekriegt? Von Bekannten habe ich Süßigkeiten gekriegt. Also ich habe jede Menge Süßigkeiten. Viel habe ich schon davon aufgegessen. Ich hatte jetzt noch eine Packung Giotto. Dann habe ich hier After Eight. Ich habe Schokolade und hier hinter ist eine Creme für die Lippen. Knusperdinger und ach ja, Knoppers. Wir auch schon fast alle aufgefuttert. Süßigkeiten kommen immer gut an. Was ich noch von meinen Eltern bekommen habe, ist Geld und einmal so kuschelige Socken hier. So. Ja. Ich ziehe mir die nicht so normal an. So diese, die sind auch relativ dick. Ja, vielleicht ziehe ich sie doch so an. Aber wenn, dann auch nur im Haus. Und was ich meistens mache, ist, ich habe so ganz dünne Socken noch, die ich irgendwie im Sommer oder so mal anziehe. Oder Frühling eher gesagt. Und dann ziehe ich hier so dicke Kuschelsocken da drüber. Und dann ist es auch relativ warm. Habe ich jetzt auch. Wartet. Hier. Ja. Es sind selbstgestrickte Socken von meiner Tante. Und das war es eigentlich schon. Und ich habe Geld bekommen. Ich habe mir deswegen schon vorher, als ich beim Mediamarkt ja meine Geschenke für dieses Jahr, sagen wir mal, schon geholt. Das iPad Mini 4. Und jetzt hier den LG G430 Kopfhörer. War mal wieder nötig. Das sind so erstmal die Geschenke. Und von dem Geld kann ich mir dann immer noch mal Geschenke holen. Außerdem habe ich dieses Jahr noch Geburtstag. Ja, unglaublich, aber war in 4 Tagen. Also am 31.12. habe ich wieder Geburtstag. Ich erwarte nichts Großartiges. Mal schauen, was kommt. Und ja. So, was ist für zweite, also was denke ich über den Kanal The Casey Life 2015 und was erwarte ich 2016? Also erst einmal 2015 war geil, aber andererseits auch stressig. Jetzt fragt ihr euch, wieso stressig? Ich habe dieses Jahr angefangen mit Daily Vlogs, das war irgendwann sogar 1.1.2015, habe ich mit Daily Vlogs angefangen und habe, glaube ich, 3 Monate durchgehalten und dann war es irgendwann, nö. Es ist einfach zu, erstens, meine Tage sind zu langweilig, ich habe nichts Besonderes und mir war das einfach zu langweilig für die Zuschauer. Für mich persönlich war das so, nee. Solange ich nicht irgendwie Vollzeit-YouTuberin bin, die irgendwie jeden Tag was unternehmen könnte, wird das mit Daily Vlogs schon mal nichts. So, ja, dann noch ein anderer Grund war eigentlich auch, weil viele komische Kommentare drunter geschrieben haben. Irgendwann, glaube ich, im März fing das an oder so. Direkt in einem Daily Vlog-Ding, dass meine Videos irgendwo gepostet wurden und die haben sich da lustig gemacht. Ich meine, nicht, dass ich deswegen aufgehört habe. Das versteht mir nicht falsch hier, ne? Aber es war schon komisch, weil da fing das auch an mit diesen ganzen komischen Views und Dislikes. Und ich muss sagen, es ist nicht wirklich motivierend, aber jetzt auch kein Grund aufzuhören. Viele haben dann auch in die Kommentare geschrieben, ja, scheiß Video, hör ja auf mit YouTube und so. Nee, nein, könnt ihr vergessen. Wie gesehen habt, habe ich noch durchgehalten. Das ganze Jahr über habe ich Videos gemacht und ich werde auch weiterhin Videos machen. Egal, was unter den Kommentaren steht. Unter dem Video steht in den Kommentaren.
Ja, 2016. Ich habe echt oft überlegt, fängst du wieder mit Daily Vlogs an? Aber dann dachte ich mir so, nee, das hältst du sowieso nicht durch. Ich wünschte, ich könnte es, aber ich will da keine falschen Hoffnungen verbreiten. Deswegen, weiß nicht, vielleicht ist so ein einfach mal so ein Vlog oder 2-3 Vlogs in der Woche vielleicht genug. Wo man vielleicht vorher auch schon überlegen kann, was man so machen könnte. So zum Beispiel die Zuschauer können, weiß nicht, Themen schreiben, über was man reden könnte. Falls mal so ein Tag ist, wo nichts passiert. Aber naja. Ja, 2016, ich werde umziehen, wenn denn alles klappt. Da ist gerade so ein Gebröckel gerade. Ich werde das in der ersten Woche vom Januar erfahren, ob das jetzt wirklich absolut endgültig ist. Hat mich dann letzte Woche auch überrascht, dass dieses Umziehen nicht ganz feststeht. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann... ich überlege, neue Kamera brauche ich eigentlich nicht. Mit der Leica bin ich relativ zufrieden. Die habe ich mir auch dieses Jahr geholt. Die Leica als Vlog-Kamera ist relativ cool. Was mich an meiner Kamera stört, ich weiß nicht, ob das nur bei meiner ist oder ich noch irgendwelche falschen Einstellungen habe, muss ich auch mal gucken. Das Audio, wenn ich so ganz normal vlogge, ist relativ laut. Wenn ich das bearbeite, muss ich das bestimmt um 3, 4, 5 Dezibel runterdrehen, damit ich das schneiden kann und dann auch exportieren, damit ihr keinen Hörsturz bekommt. Deswegen weiß ich da nicht so recht, was da falsch ist. Also ich muss dann mal gucken. Also sonst relativ coole Kamera, gute Qualität, coole Linse und bin ich sehr zufrieden mit. Ja, da fing das mit 2015 mit den ganzen Daily Vlogs an, die ich dann irgendwann aufgehört habe, weil nichts mehr passiert. Mit den ganzen Dislikes und mit diesen komischen Kommentaren. Und aber ich habe, glaube ich, auch so ungefähr 3 Leute kennengelernt, die, ja, mal 2 Leute, mit denen ich auch LOL zocke, die meine Vlogs schauen. Ist schon relativ komisch, wenn man so, ja, Gaming so zusammen zockt und dann die noch meine Vlogs gucken, wenn überhaupt. Ich weiß es jetzt nicht mehr, vielleicht auch nicht mehr. Und dann noch jemand anderen, den Jimmy Cash, der auch meine Vlogs guckt und mit dem ich relativ viel geschrieben habe, der auch in meinem Spezialvideo war, auf meinem Hauptkanal. Und also nochmal vielen Dank für alles, was ihr getan habt, für die ganzen Kommentare, für die Likes, für die Dislikes, weil die auch in die YouTube-Analyse reingehen. Auch für die ganzen motivierenden Kommentare. Und ja, das war 2016. Wir sind jetzt bei 100... Wir sind jetzt zurzeit bei 289 Abonnenten. Ich hoffe noch, dass ich die 300 schaffe bis Ende des Jahres. Und dann kommt natürlich auch eine Art kleines Spezial. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich direkt zum Geburtstag so 300 Abos und das wäre so geil. Ich würde direkt am 1.2. das Spezial drehen und dann sofort an dem nächsten Sonntag hochladen oder sogar direkt, wenn ich fertig habe. Wenn ihr meine Videos cool findet und sie weiterempfehlen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr das tut, den Kanal teilt und darum, dass ich dann 300 Abos bekomme. Wäre geil. Ja, ich würde auch sagen, das war es auch schon. Ich habe geredet, wie das Jahr war. Ich habe darüber geredet, was ich möchte nächstes Jahr. Ich möchte auch gerne ein paar kreative Videos raus. Und ich weiß nur nicht, wie oder was. Ja, und ein paar Challenges werden auch kommen. Vielleicht auch ein paar ernste Themen. Mal schauen. Falls ihr Ideen habt für Videos, schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Sonst Let's Tastes werden weiterhin kommen. Ab und zu mal ein Vlog. Vielen, vielen Dank nochmal für alles. Für dieses Jahr war echt geil und... Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Auf jeden Fall kommt dann ein Video, egal wann. Ich weiß es nicht wann. Und ob das alles regelmäßig sein wird. Abonnieren nicht vergessen wäre geil, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil ich die 300 Abos knacken will. Ich meine, wenn es 500.000 wären, ich meine, wäre nicht schlecht, ne? Ja. So ein Vollzeit-YouTuber werden, jeden Tag Vlogs machen, wäre schon cool. Was? Weil ich... Nee, ich war da nicht gerade, ne? Na, es war ein Dämon oder so.
Ich würde sagen, das war es auch für das Video. Ist viel zu lang geworden, glaube ich. Und dann bis nächstes Jahr, 2016. Guten Rutsch euch und feiert schön und besser. Ciao.